Guten Tag, mein Herr. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Mein Vetter hat mir sehr viel von Ihnen erzählt. Wer bitte? Lord Falkland ist mein Vetter. Ach so. Übel schön fleißig weiter, George. Ich komme gleich wieder. Ich will nur noch was. Oh, da sind Sie hin. Das ist aber eine angenehme Überraschung. Warum hat man Herrn von Sevigny nicht gemeldet? Ich weiß nicht. Man wird's vergessen haben. Sie sind Engländerin? Ja, ich bin geborene Schottin. Aha. Aber Sie sind doch nicht Engländerin, gnädige Frau. Ich? Nein, ganz und gar nicht. Ich bin alles, was Sie wollen. Spanierin, Französin, Kreolin. Ich bin in Havanna geboren. Ich dachte es mir. Die Augen, das Haar. Aber Sie heißen doch Mary. Marie, Maria. Aber mein Mann konnte den Namen nie aussprechen, so wie ich ihn liebe. Ja, mein Vetter liebt alles Englische. Auch sein Sohn soll ein ganzer Engländer werden. Gnädige Frau, ich habe eine Bitte an Sie. Lassen Sie doch Ihren kleinen Jungen hereinkommen. Wirklich? Würde das Ihnen Freude machen? Ja, wirklich. Komm, komm, Georgie. Sag den Herrn schönen guten Tag. So. Guten Tag, mein Junge. Mama, schön ein Diener. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie heißt du denn, mein Junge? Ich heiße Georg. So, Georg? Ja. Ach, und weißt du denn schon, was du werden willst, Georgie? Ja. Zuckerverkäufer. Was? So. Zuckerverkäufer? Ja. Ja, warum denn, Georgie? Weil ich dann so schön brüllen kann. Na, und warum noch? Das sage ich nicht. Na, weil du da den ganzen Tag Zucker essen kannst, ja? Komm, du Dummchen. Wir wollen gleich Tee trinken, ja? Ja. Komm, kleiner Kerl. Dein Mann kommt, Mary. Gnädige Frau. Bitte missverstehen Sie meine Offenheit nicht. Aber Sie haben da eine sehr aufmerksame Leibwache. Wäre es nicht möglich, eine Stunde allein mit Ihnen zu plaudern? Ich möchte ohne störende Dritte Sie vieles fragen. Es geht nicht sehr leicht. Aber denken wir einmal nach. Wollen Sie, dass ich Sie durch Stambul führe? Oh, das wäre reizend. Am Montag? Und wo? Gehen Sie über die alte Brücke, dann die erste Straße rechts. Ich werde gegen 4 Uhr dort sein. Danke. Also das war wunderbar, das war wunderbar zu reisen. Ah, wie weh, pardon. Ali. Wie geht's Ihnen, Milady? Ich habe Sie schon seit 3 Tagen nicht gesehen.
Sehen Sie das erste Mal in meinem Hause, Herr Oberst? Ich freue mich. Na, was vorgefallen? Nein, Edward, nichts von Belang. Ja? Ich will was haben. Was willst du denn haben? Ich will was haben. Was willst du denn haben? Schokolade. Schokolade willst du haben? Ja. Komm her. Das ist ungezogen, leise zu sprechen. Verstanden? Man wird dich bestrafen. Geh hinaus. Edward, schimpf nicht mit dem Kind. Du weißt doch, Mary ist nicht für energische Erziehung. Ich hoffe, Edith, dass du an dem Kinde niemals Manieren dulden wirst, die nicht die eines Gentlemans sind. Ich finde, Nachsicht macht Kinder kühner und stolzer. Ich liebe an Kindern nicht den Ausdruck geschlagener Hunde. Unsere Ansichten über Kindererziehung gehen auseinander. Aber das macht nichts. Meine Frau und ich stimmen darin auch nicht überein. Aber das macht nichts. Aber meine Herrschaften... Ich darf mich verabschieden. Ich habe Dienst. Auf Wiedersehen, Marquis. Wir begleiten Sie. Nicht wahr, Edith? Aber natürlich. Danke sehr. Mary, Sie sind traurig.